Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei Puls TV. Und es ist wieder Interviewzeit. Der junge Wilde, einer von den jungen Wilden im Team, Enrico. Henrique ist bei mir. Servus, erstmal schön, dass du Zeit hast. Lass uns mal schnell auf deine Saison schauen. 42 Spiele, 9 Scorerpunkte bei den Profis und in der DNL 17 Spiele und 28 Scorerpunkte. Bist du soweit zufrieden? Ja, also sagen wir, DNL ist ganz okay. Aber in der Oberliga kannten es mehr sein. Also da ist jetzt halt nicht unbedingt die Zufriedenheit bei mir selber da. Wie groß ist für dich der Unterschied zwischen DNL-Eishockey und Oberliga-Eishockey? Spürst du den so richtig auf dem Eis? Ja, also schon. Es sind ja doch relativ früh Spiele, die ich gehabt habe dieses Jahr. Ja, es ist schneller auf jeden Fall. Pässe sind besser. Körperlich ist es auch nochmal ein Riesenunterschied. Und ja, ich denke mal, in der Oberliga ist nochmal ein bisschen mehr Spielwitz dabei als in der DNL. Ja, so das Übergreifende. Du hast jetzt deine ersten Playoffs quasi bei den Senioren in der Profimannschaft. Auf was freust du dich am meisten? Wahrscheinlich auf alle Fälle mal auf die Kulisse hier, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ziemlich viele Zuschauer kommen und uns unterstützen. Und ja, auf was die meisten frei sind eigentlich die 12 Siege, dass wir mit dem letzten Sieg die Saison beenden. Das ist Zuversicht, das ist super. Du bist leider im ersten Spiel gesperrt durch eine Strafe in Landshut. Was können wir von dir erwarten dann aber in Essen, wenn du wieder aufs Eis darfst? Ja, ich denke mal, das, was ich eigentlich immer aufs Eis bringe, denke mal, dass ich früh Körper spüre und ab und zu einmal vorne oft was kreiere. Und ja. Schauen wir mal in deine Zukunft. Du hast noch viel Eishockey-Zeit vor dir. Was wünschst du dir am meisten? Dass du dich festspielst im Profikader quasi für nächstes Jahr? Ja, das auf jeden Fall. Ich schaue auf jeden Fall in die Zukunft, in die nächsten Jahre, sagen wir es so. Das ist, glaube ich, hier ein guter Start für mich. Schon mal da rein zum Schnuppern. Jetzt hat er in die nächsten Jahre. Hoffen wir, dass das auch dann da so bleibt. Und dann einmal, dass der Weg weitergeht. Du hast sehr viele Fans hier im Stadion, das habe ich schon bemerkt, als ich hier mal Interviews gemacht habe. Da ist dein Name sehr oft gefallen. Was sagst du den Fans für die Playoff-Runde? Ins Stadion kommen und unterstützen, oder? Das ist doch das Wichtigste jetzt. Ja, ich denke jetzt an das Playoffs. Ist am wichtigsten, im Stadion zu sein, nicht nur daheim zu sitzen. Vom Fernseher ist zwar für die meisten bequemer, aber uns freut es am meisten, wenn ihr vor Ort seid und uns alle kräftig aufheuert. Wir sind natürlich auch froh, wenn ihr natürlich bei Spray TV einschaltet, aber klar, im Stadion brauchen euch die Mannschaft natürlich noch viel mehr als daheim vom Fernseher. Vielen, vielen Dank für das Interview. Ich wünsche alles, alles Gute in den Playoffs und dass natürlich der Zielaufstieg erreicht wird. Ja, danke. Vielen Dank, liebe Zuschauer, fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.